Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, heute wird es mal wieder eine gemütliche Folge werden, weil wir irgendwie so gar nichts machen können, großartig. Ich schau mal eben, was ist hier mit, was will ich mit dem Honig, wenn ich direkt hier drauf stehe? Die müssen auf jeden Fall noch gegossen werden und die sind in einem Tag fertig, weil die sind so klein irgendwie, das hat mich gerade gewundert. Hatten wir hier noch was drin? Ja, ist noch anderthalb Stunden. Sehr schön. Dann schauen wir hier unten auch mal nach, weil das Problem ist, wir müssen ja, am nächsten Tag quasi die neue Jahreszeit einläuten. Und dann ist alles, was wir angepflanzt haben, also die Bäume hoffe ich jetzt mal nicht, aber alles, was wir angepflanzt haben, die Blumen verwelken auf einen Schlag, ist an sich nicht so schlimm, wenn man denn nicht unbedingt, so wie ich das gerne hätte, die Blumen vorher rausgenommen hätte. Achso, ja, ich laufe hier rum. Eigentlich wollte ich ja den Temposchubzauber benutzen. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. Weil das geht ja gar nicht. Also, seitdem ich den Temposchubzauber habe, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich süchtig danach sozusagen. Ohne möchte ich hier nicht aus dem Haus gehen. Jetzt haben wir wieder nur ein Unkraut bekommen. Das ist natürlich richtig, richtig mies. Weil wir dann schon wieder nichts machen können. Nugget. Dich müssen wir erstmal füttern. Können wir auch immer noch kein Futter holen. Ne? Der ist ja, glaube ich, sonntags auch wieder geschlossen. Hat ja irgendwie die letzten zwei, drei Tage, meine ich, hat der mal wieder geschlossen. Oder waren das jetzt gerade zwei, oder? Was war das jetzt gerade hier für ein Symbol, was da drin war? Ich weiß es nicht. So. Du bist auch versorgt, Flügelspiel. Wenn ich jetzt sehen könnte... Ja, es ist nämlich genau die falsche. Es ist nicht die, die anvisiert war, sondern das ist genau die falsche. Oh, wenn die immer alle auf einen Haufen stehen müssen, ne? Beatrix, was hältst du denn hier von diesen ganzen... Eierhaufen, wollte ich gerade schon sagen. Von diesen ganzen Hühnerhaufen hier. So. Nein, ich nehme jetzt erstmal die Sachen mit. So. Wer möchte jetzt gefüttert werden, der soll zu mir kommen. Keiner will gefüttert werden. Dann renne ich euch einfach hinterher. So. Kikerifi, was ist mit dir? Jetzt schleicht die andere auch wieder an. Gerade eben hast du noch die Tür gehört, dass sie da quasi reingelaufen ist und schon schleicht sie sich wieder an. Hä? Schnabelmann. Wobei, Mann ist vielleicht ein bisschen seltsam dafür, dass das ja alles Hühner sind. Da ist ja kein Hahn bei. Also hat einen ganz tollen Namen von mir bekommen, wie mir gerade aufgefallen ist. Okay. Wir haben Wolle. Ja, komm mal her. Wolle, Wolle, Wolle. Wolle, das Pferd kenne ich noch. Nee, das war Wolle, das Schaf, oder? Da gab es doch mal diese Kinderserie. Ich kann mich da nur noch so halb dran erinnern. Der hieß auf jeden Fall einer Wolle. Ich meine, das wäre ein Pferd gewesen. So. Ich bin immer noch sehr fasziniert davon, wie groß diese Kuh geworden ist. Ich meine, wenn man so vor einer echten Kuh steht, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Bist du jetzt der, den ich brauche oder bist du der andere? Doch, du bist der, den ich brauche. Wenn man so vor einer echten Kuh steht, ich meine, die ist doch etwas kleiner als man selber. Also auch wenn die den Kopf hebt. Und wenn die so vor mir steht, denke ich so, uff, auf dem Viech kann ich reiten. Das macht der Kuh nichts. So, du bist nicht das andere, ne? Du bist das andere, genau. Da fällt es einem aber auch nicht ganz so leicht, die Übersicht zu behalten bei so vielen Tieren. Wenn wir denn endlich mal dazu kommen, Futter zu kaufen, dann werden wir uns auf jeden Fall noch ein Huhn und ein Schaf holen. Meine Kuh, glaube ich, nee, brauche ich noch eine Kuh. Die liefert ja sowas von viele, sowas von viel Milch im Moment. Oh, such a good cat. Ich war gerade am Überlegen, aber ja, wir sind noch nicht ganz durch mit der Katze. So, dich nehmen wir aber mit.
wo wir gerade schon mal hier sind? Na? Natürlich nicht. Ja, doch. Oh yeah. So, 9.10 Uhr. Normalerweise sollte das reichen, aber ich gebe denen noch einen kleinen Moment. Also wenn man um 10 Uhr rüber geht, ist das eigentlich immer eine feine Sache. Wobei wir jetzt Sonntag haben, also die werden wahrscheinlich alle nicht arbeiten da in diesem Feen-Ding-Ort da, den ich immer vergesse. Also den Namen. Oh, so, einen Pilz haben wir noch. Dann schauen wir mal, was wir hier noch finden können. Eigentlich müssten wir bald wieder die Beeren machen, oder? Und hier ist erstmal nichts zum Ausgraben. Doch, da ist was zum Ausgraben. I found something. A recipe. Oh Gott. Für Kai Pirinha. Ist auf jeden Fall ein Getränk. Nicht zu verwechseln mit dem Piranha, den ich gerade aussprechen wollte. So, haben wir hier... Irgendwo hatte ich doch noch eine Pflanze gesehen. Ach, direkt neben was. Neben dem zum Buddeln. Genau. Und ich sehe schon oben, wir haben wieder Beeren. Sehr schön, sehr schön. Da sehe ich jetzt gerade nichts. Nehmen wir die doch schon mal mit. Ja, hier ist meines Wissens nach nichts. Dann gehen wir mal eben die anderen Sträucher auch noch abpflücken. Da ist auch nichts mehr, ne? Nö. Ich habe jetzt nur eine Sache ausgebuddelt, oder? Das ist irgendwie beträchtlich wenig. So, Madame, sind wir heute ausnahmsweise mal am Arbeiten? Oh, sie hat eine neue Quest. Here's a question, fellow newcomer. Does Fairhaven's history fascinate you too, or is it just me? Yes, it does. Fairhaven may be small, but it's complex. My feelings exactly. So many people from the world over have come to the island. You've gone quite deep into the mines, haven't you? I find that place especially intriguing. There was once a thriving mine operation down there, but it halted quite suddenly not too long ago. If you find anything in the mines that explains the place's history, will you tell me? That's kind of vague, but, sure. Okay. Der Stein des Meinen. Suche auf den unteren Ebenen der Minen. Also, ich... Ja, was heißt den unteren? Den unteren im Sinne von 1, 2, 3? Oder den unteren im Sinne von 14, 15, weil das die tiefsten sind? Das ist jetzt die Frage. Nach Artefakten und bringe sie Jiva. Was heißt denn nach Artefakten suchen? Da kann man auch nichts anklicken. Sind die dann in den Steinen drin oder liegen die einfach so rum oder wie? Violet's incredible with herbs. Whenever she visits me, she points out all sorts of weeds right outside my door I can turn into tea. Stehe jetzt wirklich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Kann natürlich beides sein. Also es kann sein, dass sie mit unteren Ebenen die Ebene 1, 2, 3 meint. Das ist ja die zahlenmäßig untere Ebene, sage ich jetzt mal. Oder eben sie meint die wirklich tiefen Ebenen. Also 14, 15 müsste dann ja das tiefste sein. Ich denke mal mit steigenden Level... Das ist ja auch eine größere Tiefe. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal kurz zu denen, damit ich das nicht vergesse. Und dann muss ich mal schauen. Oh doch, sein Bücherladen hat sogar auf. Oh, Wesley. Du arbeitest zu viel. My brother Lou sent me our mother's signet ring. I hope he meant it to be a peace offering. I see it as a good sign he at least acknowledges my existence. Ja, das ist immer gut. Ich wollte auch schon die ganze Zeit geguckt haben, ob ich dir irgendwie wieder Wein mitbringen kann. Ich habe es immer wieder vergessen, ehrlich gesagt. Aber die anderen... Doch, die anderen arbeiten sogar auch. Hallo, wir haben Sonntag? In unserer Stadt arbeitet gar keiner quasi. Naja, fast keiner. Before I met you, I thought berries were, I don't know, glittery and pink
and sweet. Oh, please, Tara, we are not cakes. Die Antwort war gut. Aber wieso sollen die rosa sein? Also glitzern, okay, die Flügel glitzern. Das ist ja bei den meisten so dargestellt. Aber rosa habe ich noch nie eine gesehen. Have you tried hibernating? You busy little humans are exhausting to observe. Okay, ja, wenn das doch alles so wunderbar klappt, dann probieren wir es auch nochmal mit der anderen. Oh, lauf. Mann, bleib doch nicht überall hängen. Wobei das vermutlich jetzt die einzige ist, die nicht da ist. Doch, sie ist da. I swear, every time I pop into town, something's different. You humans live life on fast forward. Ja, ich im Moment ganz besonders, weil ich habe wieder einen neuen Temposchub drin. Gut, ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das Wichtigste, nämlich die Mine. Da ich aber nicht genau weiß, was, wie, wo man machen muss. Ich laufe jetzt erstmal durch die Mine ein bisschen durch. Ach, da gibt es ja auch nochmal 5 Level mehr. Ach du Schande. Also ich würde sagen, ich fange bei Level 1 an. Lauf da tatsächlich einmal durch, also die ganzen Level ab, ob hier irgendwo was liegt. Und schalt euch natürlich hinzu, wenn ich irgendwas finden sollte. Wobei ich eher glaube, dass wir wahrscheinlich die untersten 5 Ebenen dann ja, nachgucken sollen, ob wir da was finden. Ich sag mal einfach bis gleich. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Oh, was ist das? Ja, also damit sind wir wieder zurück. Ich habe bisher noch nichts gefunden, habe jetzt aber gerade mal versucht, die Truhe zu öffnen. Liebe Joanna, ich wollte warten, bis ich von der Fähre runter bin, bis ich es dir sage, aber ich muss wissen, was du darüber denkst. Hazel und Robert haben mir von einem Stückchen Land erzählt, das zum Verkauf steht. Die Erde ist gut, Joanna, so gut wie auf der Farm meiner Eltern. Es gibt sogar einen Loot auf dem Dachboden, den du als ein Loft auf dem Dachboden, den du als Kunststudio benutzen könntest. Und es ist ganz in der Nähe vom Strand. Wir könnten also mit Thomas und Crystal baden gehen. Denk einfach darüber nach. Wir können darüber reden, wenn ich nach Hause komme. In Liebe, Billy. Ach, das... Ach so, das gehört dazu. Okay. Also, so wie es aussieht, sind die tatsächlich in diesen Kisten drin. Allerdings ist das die einzige Kiste, die ich jetzt hier noch finden konnte. Oder bin ich jetzt hier irgendwo... Boah. Bin ich jetzt hier irgendwo rübergelaufen? Und hier ist noch eine zweite Kiste drin, die ich nicht gesehen habe. Gucke ich nochmal ganz kurz nach. Am Anfang oder so vielleicht? Nee, ne? Doch. Oh. Oh. Habe ich jetzt überhaupt noch einen Öffnungszauber? Das ist jetzt die Frage. Anscheinend ja. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Aber da ist nur ein Energieamethyst drin. Na gut. Ja, ich habe jetzt gedacht, oder gehofft besser gesagt, dass wir 2 Briefe finden. Aber ist nicht schlimm. Dann wird wahrscheinlich in der nächsten Etage wieder einer kommen. Da wir das jetzt nicht so hundertprozentig wissen, würde ich sagen, ich suche jetzt trotzdem erstmal, also ich nutze die Zeit und suche jetzt trotzdem erstmal danach, ob ich vielleicht den Schlüssel finden kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hey, this looks like a key to the next level. Oh, endlich. Mit dem letzten bisschen, was ich jetzt noch hatte. Okay, dann schauen wir hier mal. Ich komme hier nicht rum. Da oben ist noch einer, aber ich glaube, ich habe keinen Zauber mehr, oder? It's locked tight. Ja, natürlich habe ich keinen Zauber mehr. Dann muss ich mir erstmal noch einen Zauber machen und dann kann ich auf der 16. Ebene mindestens eine Kiste noch finden. Müsste ich mich dann mal umschauen. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. So. Ich weiß nur nicht, was wir jetzt für diesen Schlossknackerzauber brauchen, oder wie der heißt. Oh, halt. Ah, nee, mit dir muss ich eigentlich gar nicht mehr reden.
Können wir da wieder was Neues reintun? Nee, ne? Ist noch eins zu wenig. Ja, das dachte ich mir schon, Okay. Dann Schlossknackerzauber. Welcher ist das? Der hier. Da brauchen wir die Eier für. Ja, gut. Das können wir ja... Wieso kann ich nur drei herstellen? Ach so, wegen dem... Ja, verstehe. Verstehe. Klar, ich muss natürlich jetzt auch meinen Haushalt hier an Energie wieder auffüllen. Zwei dazu. Und machen wir nochmal zwei davon. Ja, dann gehen wir nochmal kurz in die Mine gucken. Und hoffentlich finden wir da noch was von. Hat ja jetzt auch lang genug gedauert. Ich musste auch immer wieder was nachholen an Energie. Da oben war das, genau. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Hallo Papa, hast du beim Ausgraben, beim Arbeiten in der Mine je etwas Seltsames gesehen? Ich bin heute zur untersten Ebene heruntergegangen und könnte schwören, dass ich eine extrem merkwürdige kleine Person gesehen habe, aber mit grauer Haut und sie war nicht grau vom Staub. Doch dann habe ich geblinzelt und er war weg. Ich habe es dem Vorarbeiter gesagt und gemerkt, dass er glaubt, ich hätte sie nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich brauche deinen Rat. Dein Sohn Eddie. Okay. Sind vielleicht nicht unbedingt die Informationen, die man unbedingt an die eine weitergeben sollte. Ist hier keine zweite Kiste? Doch da. Kommt man hier auch noch durch? Ja. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Energiesaphir. Schade. Aber ich habe mir das schon fast gedacht, dass das wohl kein nächstes Teil dafür ist. Ja, und die Tür nehme ich mal stark an. Ist auch wieder verschlossen. Ja. Ja. Nö, dann muss ich erstmal wieder hier raus, indem ich überall gegenlaufe und mich erstmal nicht bewegen kann. Und dann irgendwann aus der Mine rausgehe. Und komme ich jetzt noch dazwischen? Ja. Manchmal ist es ja wirklich blöd. Ach, das ist ein Werkzeugkasten. Dann sollte ich eigentlich mit den Leuten reden, aber es ist schon sehr spät geworden. Und wir müssten normalerweise auch nochmal unseren Zaubertrank auffüllen. Ich guck nochmal. Nee, wenn der eine... Ich meine, der hätte sonntags aber auch geschlossen gehabt. Wobei das natürlich jetzt alles so relativ ist, weil wir haben ja jetzt schon wieder 4 Uhr durch. Do make sure you eat. So many people faint in this heat every summer. Ich dachte, ich soll trinken und nicht essen. Na gut, dann esse ich halt auch noch was zwischendurch. Oh, Limonadenstand, ganz wichtig. What are you laughing at? Mrs. Soft is gonna freak when she opens her desk drawer at school. I put a frog in there. Get your ice cold lemonade. Yes, I'm rich. Und ich muss mir wirklich mal wieder neue machen. I love having a job that lets me enjoy my day. I've always been such a night owl anyway. Ja, Moment. Kim, are you crying? This town is the worst. I never should have come here. What happened? Someone threw red paint on the windows of my shop. I feel like someone is trying to run me out of town. You know, it's funny. I got an offer in the mail from someone who wants to buy my shop. If things like this keep happening, I don't know. Maybe I'll take them up on it. Things will get better. I hope you stay, Kim.
Okay, also irgendwas geht da ja komisches vor. I wonder if Kai will sell me a discounted apple tree next time he has one in stock. I'm thinking about breaking into the apple cider market, but Mom's not gonna let me buy all her apples at wholesale. Vor allen Dingen Apfelwein, hallo, du bist noch nicht mal 18. I love working in my garden and the feeling of soil in my hands. I just don't like it under my fingernails. Some people think of craftsmen as being all right with dirt, but I'll tell you right now, the second most important tool in my toolbox is a decent nail brush. So, mit dir müssen wir noch? Achso, erstmal vorweg, haben wir noch irgendwelche... Haben wir sogar noch, okay. Sehr schön. Dann... bei dir habe ich keinen Wein bekommen. Schade. Schade, schade. Kann ich dir nur selber herstellen? Cooking always lifts my mood. I always thought that that ran in the family. Then Juliet came out practically attached to a guitar. Ja, und die meisten werden ansonsten eventuell noch hier sitzen. Okay, viele sind das nicht mehr. Ah, nee, mit ihm müssen wir nicht reden. Nein. Do you think if I live streamed my sermons, anyone would watch? Nö. Klare Frage, klare Antwort. So. Mal schauen. Stimmt, die Schule beginnt ja wieder, wenn der Herbst zu Ende ist, ne? Ah, ein Fliegenpilz, sehr schön. Haben wir sonst noch irgendetwas? Ja, jetzt bleibt wieder überall hängen. Sie steht hier. Mit ihr müssen wir, glaube ich, auch noch reden, ne? Die haben wir noch nicht auf Max. Oder? Ich bin mit, nee. How are things going on the farm? I love having fresh summer produce in the shop. I have no idea how Hazel managed it, but her vegetables were always the best. Hm, das ist unsere Hazel. So, hier ist niemand. Dann würde ich sagen, dass ich nochmal auf die Nacht warte, beziehungsweise auf den Abend warte. Oh, ich glaube. Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir können sogar die Blumen pflücken, aber das dem ist nicht so. Ich stelle das Ganze mal eben auf herausfordernd, also auf schnell ein. Und ja, wir sehen uns dann entweder gleich wieder bei den Wahrsagern, bei den Zauberern, wenn die noch was anderes zu sagen haben. Oder ich sag schon mal, gute Nacht für heute. Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.